Am Areal des Bezirksalten- und Pflegeheims Scherding wird dieser Tage fleißig gegartelt. Im Rahmen der Gemüseakademie sehen, pflegen und ernten Schülerinnen und Schüler ihr Gemüse. Ein Schulprojekt, das in Zeiten wie diesen von immer größerer Bedeutung wird. Auf jeden Fall. Wir haben eine zunehmende Entfremdung von Natur und Lebensmitteln. Also man geht in den Supermarkt und hat das ganze Jahr einfach alles im Angebot und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo das herkommt, weil natürlich auch die Höfe immer weniger werden und eher größere Felder entstehen. Und dann kennt man immer mehr quasi von einem Bauernhof. Und deshalb ist extrem wichtig, dass die Kinder das eben mit den eigenen Händen miterleben und machen. Also wirklich von der Aussaat oder vom Boden aufbereiten noch bis zur Pflege und zur Ernte und dann auch bis zur Vermarktung hier. Das ist auch bei uns ganz wichtig, ganzheitlich. Neben dem Bildungsauftrag selbst geht es der Mittelschule Scherding auch um gesunde Ernährung, dass ihnen das bewusst wird, was ich selber anpflanze, wie viel Arbeit steckt dahinter und der Genuss von selbst gepflanztem Gemüse und dass ich das ganz anders schmeckt einfach. Und ich finde das auch cool, weil im Kochen zum Beispiel können wir das auch brauchen. Ich finde alles, was von dir, von Natur kommt und so, Bio, ist eigentlich ganz gesund und so. Mich interessiert an den Pflanzen, dass die Art, wie sie wachsen und so und die Tiere, was sich darauf ernähren. Gefördert wird die Gemüseakademie von der Sparkasse Oberösterreich. Und das 4 Jahre lang. Wir haben eigentlich die Aufgabe, den Gründungsauftrag auf der Sparkasse zu leben, also soziale Projekte zu unterstützen, Erträge der Bank wieder der Gesellschaft zurückzugeben. Und da passt es natürlich genau in unser Vorhaben hinein. Wir finden das ganz toll, dass die Kinder mal wieder sehen, woher kommen die Lebensmittel, was heißt Nachhaltigkeit. Das ist nachhaltig, das ist sozial, weil es auch hier im Pflegeheim in Scherding stattfindet. Und genau dieser Punkt ist uns für uns einfach der wichtigste gewesen. Das zu unterstützen, ist uns natürlich ein Anliegen und eine Ehre. Der schuleigene Acker befindet sich nämlich am Areal des Bezirksalten- und Pflegeheims Scherding. Dadurch entsteht auch eine Art generationenübergreifendes Projekt. Das Projekt ist natürlich noch sehr neu und wenn die schönen Tage sind und die Schüler sind da und unsere Bewohner sitzen draußen auf der Terrasse, dann schauen die natürlich ganz aufmerksam, was machen die Jungen dort und bringen sie dann natürlich her, also fahren dann auch mit dem Rollator mal gerne vorbei und geben dann natürlich auch Tipps und eigene Erfahrungen aus der eigenen Jugend und auch natürlich aus dem eigenen Leben ab und das ist natürlich auch sehr was Wertvolles, muss man ganz ehrlich sagen. Nachhaltig, sozial und mit einer großen Portion an Genuss obendrein.